Dampfen, leuchten, schweben. Viele Experimente zum Selbermachen warten auf die Besucher beim Tag der Physik 2009 an der Technischen Universität Kaiserslautern. Aber was ist eigentlich Physik? Was macht ein Physiker? Wie wird an der Uni geforscht? Antworten darauf gab es am 5. Dezember für Schüler und Lehrer aus ganz Rheinland-Pfalz. Los ging es morgens im vollbesetzten Audimax. Professor Martin Eschlimann begrüßte die Besucher an der Universität und wünschte ihnen viel Spaß bei ihrem Besuch. Kannst du sagen, was du vom Tag Physik erwartest? Eine ganze Menge Infos, hoffe ich. Vielleicht ein bisschen Orientierung für den Job. Dass es spannend ist, dass man Sachen sieht, die man sonst eigentlich nicht zu sehen bekommt. Ich denke mal eher durch die Angebote ein bisschen Einblick in die Physik oder auch Ingenieurswesen, denke ich mal. Also vielleicht ein bisschen Technisches. Ja, ich weiß, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber es glaube ich überraschend. Ja, was Interessantes irgendwie. Ja, also Spaß und irgendwie. Also. Ich hoffe, dass es interessant wird und dass ich vielleicht ein paar neue Sachen auch kennenlerne. Dass wir was lernen, was wir noch nicht kennen. Dass wir sammeln. Ja, genau. Dass man hier mal irgendwas sieht, was man an der Schule vielleicht nicht sieht. Experimente, ja, so. Und dass es sich gelohnt hat, so früh aufzustehen. Für den Dekan des Fachbereichs ist der Tag der Physik eine gute Möglichkeit, der Öffentlichkeit Forschung zu präsentieren. Der Tag der Physik ist eigentlich Tag der offenen Türe des Fachbereichs Physik. Hier können die jüngeren Schüler erstmals wahrscheinlich eine Universität von innen sehen. Für die Älteren ist es eine Orientierungshilfe, einerseits ob Physik wirklich ihr Fach ist, andererseits ob man Physik wirklich an der TU Kaiserslautern studieren kann. Es ist aber auch für die Lehrer, die sich informieren können, was für Angebote für sie hier an der Universität angeboten werden. Informationen speziell für Schüler gab es unter anderem im Foyer des Physikgebäudes. Unter anderem gab es Tipps von Mitarbeitern des Fachbereiches zum Thema Fernstudium. Das Früheinstiegsprogramm FIPS, was bedeutet Früheinstieg ins Physikstudium, ist ein Fernstudiumprogramm, multimedial aufgebaut, was es seit 1998 an der TU Kaiserslautern gibt und das es Schülern, Wehrdienstpflichtigen und Zivildienstleistenden ermöglichen, in ein Physikstudium reinzuschnuppern und die ersten Scheine für die ersten beiden Semester erfolgreich in einem Fernstudium zu absolvieren. Selbst an der Supermarktkasse hat man mit Physik zu tun. Gemeint ist der Strichcode auf den Lebensmitteln. Wie dieser gescannt wird, wurde im Workshop Hightech-Alltagsgeräte erklärt. In diesem Workshop geht es darum, Geräte, die man aus dem modernen Alltag kennt, auf ihre physikalischen Prinzipien hin zu untersuchen. Da gibt es eine ganze Reihe von Alltagsgeräten, die Physik enthalten. Und zwar ganz elementare Physik, die man in der Schule macht und die man aus der Schule kennt. Ein Beispiel ist hier der Barcode-Scanner. Und in diesem Experiment hier im Workshop, da zeigen wir, wie dieser Barcode eigentlich ausgelesen wird. Und zwar geht es nur darum, dieses Hell-Dunkel-Muster in ein elektrisches Signal zu übersetzen. Und das passiert hier mit diesem einfachen Aufbau. Neben der Alltagsphysik gab es bei den angebotenen Laborführungen jedoch auch viele Einblicke in aktuelle Grundlagenforschung. In der Arbeitsgruppe Biophysik und Ultrakurzzeitspektroskopie von Professor Rolf Diller konnte man viel über den Einsatz von Lasern erfahren. Ich freue mich immer, die Schüler und Schülerinnen hier begrüßen zu können und ihnen einen kleinen Einblick darin zu geben, was wir hier in unserer Gruppe machen. Meine Gruppe beschäftigt sich mit Ultrakurzzeitphysik und Biophysik. Das heißt, wir untersuchen extrem schnelle, lichtgetriebene Vorgänge in der biologischen Natur. Von der Photosynthese bis zu Photosensoren in Bakterien und Pflanzen. Wozu kann man das Ganze verwenden? Diese Forschung dient mit dazu, schnelle optische Schalter zu entwickeln, optische Speichermedien, vielleicht eines Tages mal lichtgetriebene, lichtgetriggerte Enzymaktivitäten zu haben, die dann in der Medizin wiederum eine große Rolle spielen könnten.
Neben den großen Lasersystemen ging es in den Laboratorien von Professor Egbert Oesterschulze um die ganz kleinen Dimensionen. In der Laborführung Let's Wing wurde erklärt, wie kleinste Strukturen dazu benutzt werden können, Massen im Bereich von einem Billionstel Gramm zu messen. Mit unseren Säulenschwingern können wir Massen im Bereich von Pikogramm über die Frequenzverschiebung messen. Das sind Billionstel Gramm. Wenn man sich das so vorstellt und mit einer Küchenwaage Gramm messen könnte, dann wäre das, als würde man damit einen Öltanker messen, und mit unseren Waagen kann man dann Getreidekorn messen. Wir wollen die Messung jetzt noch ausweiten auf die Messung in Flüssigkeit, dass wir irgendwann dazu fähig sind, in Blutzellen zu detektieren. Nach 6 Stunden ging der Tag der Physik zu Ende. Schüler und Lehrer zeigten sich begeistert. Hallo. Wie gefällt euch der Tag der Physik? Ja, sehr gut, sehr interessant. Ja, sehr interessant. Ja, ganz cool. Ziemlich gut, also man kann ziemlich viel selber machen. Ja, was wir bis jetzt gesehen haben, war eigentlich ganz toll. Sau gut bisher, also die Vorlesung über den Auftrieb war echt gut. Ich glaube, der Herr Dr. Fugharte, wie er heißt, ja, hat es sehr anschaulich erklärt und bisher echt gut, muss ich schon sagen. Ich denke, ich gehe auch später hierher zur Uni. Ich bin in Landau am OHG. Ja, bisher überzeugt es mich, muss ich sagen. Ach, oh ja, interessant. Sehr gut, ja. Wir waren gerade beim Luftlaser und der war auch sehr spannend. Und dann haben wir auch noch einen richtigen Laser mit Plasma angeguckt, der auch ganz okay. Was ich empfehlen kann, sind die Gummibärchen, die haben Physikstand. Die schmecken lecker, machen fit und ist wirklich gut. Schön, das freut mich. Also sowas muss ja auch mal erwähnt werden, oder? Ja. Physiker machen auch was für die Menschen. Mit über 20 Programmpunkten in diesem Jahr darf man auf den nächsten Tag der Physik in 2 Jahren gespannt sein. Denn auch dort wird es mit Sicherheit wieder heiß hergehen.